Moin, willkommen zu einer neuen Folge von Steuerkaraoke. Heute erläutere ich wieder einen schwierigen Zungenbrecher, und zwar hybride Finanzierungsinstrumente. Das ist nun eine besonders kunstvolle Form des Steuertricks. Bereits in vorigen Folgen habe ich erläutert, wie Konzerne über fiktive Lizenzgebühren oder Kredite Gewinne aus einem Land mit höheren Steuersätzen in eine Steueroase verschieben. Bei hybriden Finanzierungsinstrumenten ist es so, dass zum Beispiel ein Konzern, der Produkte oder Dienstleistungen in Deutschland verkauft und damit Gewinne macht, einen künstlichen Zins zahlt an seine eigene Tochterfirma in einer Steueroase. Das Geld bleibt also im Konzern, aber es fließt aus Deutschland ab in ein Land mit niedrigeren Steuersätzen. Damit aber nicht genug. Denn bei den hybriden Finanzierungsinstrumenten nutzen die Konzerne Unterschiede in den Rechtssystemen der beiden Länder, also sagen wir Deutschland und Luxemburg, aus. Wie machen sie das? Indem in Deutschland dieser Zins, den zum Beispiel Apple Deutschland bezahlt auf seine Gewinne aus dem Verkauf des iPhones an eine Tochterfirma, die dann die Markenrechte verwaltet, dieser Zins wird in Deutschland abgezogen, weil ja Apple Deutschland Kosten hat für die Zinsen. In Luxemburg erhält die Tochterfirma die Zinsen, besteuert diese aber auch nicht, weil man sagt, das sind gar keine Zinsen, das sind Dividenden. Zinsen sind Fremdkapital, also für Geld, was man sich geliehen hat. Und bei Dividenden spricht man von Eigenkapital. Man sagt, das ist eigentlich Geld, was an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Und diese Dividenden werden häufig steuerlich bevorzugt, und weil Luxemburg eben sagt, das sind gar keine Zinsen, werden die Zinsen einmal in Deutschland abgezogen und in Luxemburg als Dividenden nicht besteuert. Man spricht also von doppelter Nichtbesteuerung. Das ist natürlich der absolute Jackpot für die Unternehmen.